Und ich war dann halt mit ihr in der Klasse. Und dann hat sie mir das alles erzählt. Und dann habe ich ihr über den Islam was erzählt, weil ich auch schlechte Erlebnisse hatte. Und dann wollte sie immer mehr wissen und immer mehr und immer mehr. Und ja. Und ich habe ihr den Koran auf Deutsch gegeben und sie hatte auch einen serbischen. Und sie hat es gelesen, sie hat sich zum ersten Mal so verstanden gefühlt und ja, sie war ganz wohl dabei. Dann hat sie angefangen an Allah zu glauben und es wurde immer stärker. Und dann war sie einmal mit mir und ihrer Freundin hier in der Moschee und hat zum ersten Mal gebetet. Und dann, als sie rausgekommen ist, hatte sie ein ganz anderes Gefühl. Und ja, das war letzte Woche. Jetzt will sie unbedingt. Und dann habe ich ihr immer mehr beigebracht. Sie wollte immer mehr wissen. Ich habe ihr Koran gegeben und, keine Ahnung, Hadithe über Propheten, Lebensgeschichte. Sie hatte Angst vor ihrer Familie und wusste nicht, wie sie ihrer Familie das sagen soll. Und dann hat sie es geschafft, ihrer Familie zu sagen. Sie hatte Angst. Ja, ihre Familie hat sie angeschrien, hat mit ihr diskutiert. Und dann am Ende, ihr Opa hat mit ihr geredet, da waren alle einverstanden. Tamara, wie alt bist du, Tamara? 18. Mashallah, also da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Da fehlen einem die Worte. Subhanallah al-Khaliq. Ich möchte, dass die Schwester weiß, weil es so schwierig ist und weil eben die Eltern dagegen sind oder weil viele schwierige Sachen auf sie warten oder mit dem, was sie eben konfrontiert wurde, dass Allah das weiß und gleichzeitig alle Sünden vergibt mit dem Aussprechen oder mit dem Bekennen der Schahada. Und dass sie wie ein neugeborenes Kind in den Islam eintritt, ohne Sünden, egal was sie vorher gemacht hat. Und dass sie jetzt Muslimin wird, viele Brüder, die lange im Islam sind, motiviert das. Und viele vielleicht, die zum Islam kommen wollen und vielleicht Angst haben, motiviert das auch so. Und deswegen, mit dem heutigen Tag bekommt sie schon die Belohnung von Allah Azza wa Jalla. Plus, dass sie zusätzlich alle Sünden vergeben werden. Sozusagen, sie soll wissen, Bruder, also ich beglückwünsche die Schwester zum Islam, nachdem sie weiß, dass es nur einen anbetungswürdigeren Gott gibt, der Allah ist und der letzte Gesandte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem sie das bezeugt, ist sie sozusagen Muslimin und ich bitte die Schwestern herzlich, eure Schwester im Islam zu umarmen, zu begrüßen und zu beglückwünschen. Ich danke der Schwester, das war der beste Abschied des Tages und ich danke für ihr Kommen. Und dass sie so mutig war und sozusagen hier zum Islam konvertiert ist. Das heißt, wenn die Schwester übersetzt, so bitte, Bruder, übersetzt du und sie sagt das eben für sich selber und auf Arabisch, dass sie sagt, also auf Deutsch, dass wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. Muss sie nicht, sie kann das, wenn du das übersetzt, kann sie sagen. Oder außer sie möchte das sagen. Okay. Das heißt, ich sage, du übersetzt. Und wenn sie das akzeptiert mit Herzen, ist sie sozusagen Muslimin, inshallah. Gut. Also es gibt keine Gottheit außer Allah. Und der Prophet Muhammad
ist sein Diener und sein Gesandter. Wenn sie das akzeptiert mit Herzen und verinnerlicht hat, ist sie Muslimin. Herzlichen Glückwunsch.